Also ich würde auch Sie doch gerne also Sie stehen ja nun auch wirklich vor dieser Herausforderung. Sie müssen auch einen großen Spagat immer wieder machen, wie Sie auch persönlich damit mit diesem Spagat umgehen können, welche Motivation Sie wirklich auch immer wieder antreibt und immer wieder auch Kräfte mobilisiert, weil das finde ich durchaus bemerkenswert. Also ich meine, wir mobilisieren auch unsere Kräfte und man schon durchaus häufig mal das Gefühl, man kommt da auch ans Ende dieser Kräfte, aber ich würde es dann ganz leicht vergleichbar mit dem, was Sie auf dem Tisch liegen oder im Herzen liegen haben. Also durchaus auch persönlich gemeinte Frage. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Frage. Ja, also ich fange mal damit an, dass für mich die Flüchtlingspolitik seit Jahrzehnten ein Schwerpunktthema ist. Ich bin 1989 in die Kommunalpolitik gegangen, im Landkreis Mainz-Bingen, in Budenheim, wo ich wohne, für die Grünen. Und da habe ich habe im Vorfeld schon Initiativen gehabt, aber von da an war neben der Familienpolitik, der Sozialpolitik, Kinder, Jugend, war die Flüchtlingspolitik im Ehrenamt ein Schwerpunktthema. Und ich habe all die vielen tollen Menschen damals kennengelernt, die dann Anfang der 90er Jahre dann gekommen sind und habe im Ehrenamt in dieser Zeit, ich war sowohl kommunalpolitisch ehrenamtlich als auch in der Flüchtlingsinitiative dann ehrenamtlich. Und ich sag mal so, insofern komme ich da so ganz von der Basis auch und schon da war es so, dass ja mein Handeln davon geprägt ist, den Menschen zu helfen, sie zu unterstützen, möglichst alle Hürden, die es gibt, aus dem Weg zu räumen, den Weg zu ebnen und eben auch den Menschen auch nochmal, auch persönlich so ein Stück, so ein Stück Willkommen zu geben. Ich bin in allen, so wie Sie das auch, in den Unterkünften gewesen, ich habe mit allen Menschen Kaffee und Tee getrunken. Ich habe immer geguckt, dass ich Sprachmittler dabei hatte, damit ich auch verstehe, was sie mir sagen wollen. Und es war ja oft schon so hilfreich, dass man einfach das Ohr geliehen hat und das Gespräch geführt hat und sich interessiert hat für die Situation der Menschen, für das, was sie ja alle Schlimmes auf der Flucht erlebt haben. Und da ist mein Verständnis dafür gewachsen und ich hatte diese Grundhaltung, diese positive Grundhaltung gegenüber den Menschen. Und ich finde, es sind so tolle Menschen, die zu uns kommen, damals wie heute. Und man wird bereichert in dieser Arbeit, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sage das heute auch noch oft, man bekommt in dieser ehrenamtlichen Arbeit, ich kann sie ja heute im Ehrenamt nicht mehr so intensiv machen wie damals, aber man bekommt so viel von den Menschen zurück, das ist ja unglaublich. Und es geht Ihnen ja vielleicht auch so. Und ich habe jetzt gerade einen, den hatte ich seit 2001 begleitet, aus dem Iran ist der geflohen und der hat jetzt im September die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, ist jetzt eingebürgert. Also dann mal nach so vielen Jahren ist man dann froh, schon in jedem Einzelfall, auch wenn man Erfolg hat. Und ich will auch jetzt heute sagen, natürlich als Ministerin für Integrationspolitik und jetzt natürlich aufgrund der Situation mit dem Schwerpunkt der Flüchtlingspolitik, da habe ich natürlich unterschiedliche Aufgaben, also einmal diese ganzen Aufnahmeeinrichtungen, diese Plätze jetzt zu schaffen, weil jede Nacht jetzt zum Beispiel, letzten zwei Nächte kommen jede Nacht wieder 800 und wir müssen jeden Tag, wenn ich nachher im Auto sitze, telefoniere ich die ganze Zeit mit Bürgermeistern und Landräten und sage, heute Nacht kommen zu euch 400 und wir müssen das und das machen oder da müssen wir aufstocken und so weiter. Also diese vorrangige Arbeit, die jetzt einfach mal jetzt auch zu machen ist, das ist so die Linie dann natürlich politisch, die Dinge so auf den Weg zu bringen mit einem Integrationskonzept, mit Integrationsmaßnahmen. Wir haben ja aus eigener Kraft heraus als Land schon Anfang 2014 die Wir-Sprachkurse auf den Weg gebracht, die Sprachkurse für Migranten, die wir jetzt alle verzichtfacht haben, ja, weil wir wissen, dass die Bedarfe so groß sind, all das auf den Weg gebracht, in den Europäischen Sozialfonds reingeboxt, was nicht einfach war, was aber jetzt natürlich ein bisschen bürokratischer ist als vorher, was dann auch wieder ein bisschen problematisch ist. Ja. Also hier auch so die Strukturen zu schaffen, dass die Menschen integriert werden können und also diese Dinge nach vorne zu bringen, auch in der Struktur und auch nochmal, das würde ich auch nochmal zu Ihnen sagen, auch nochmal das Ehrenamt zu würdigen, das ist mir so ein großes Anliegen. Es ist auch der Ministerpräsidentin ein Anliegen und wir haben da jetzt schon unterschiedliche Ehrenamtstage und Dinge, um das nochmal zu zeigen, was für eine tolle Kompetenz ist, was da geleistet wird. Das ist ja in unserem Land so unglaublich toll, im ganzen Land, das muss man da wirklich sagen. Gestern war ich in Ludwigshafen und ich war in Speyer und also das ist einfach
so interessant zu sehen, dass das in unserem Land so toll ist und dass die Bürgerinnen und Bürger und so wie Sie, Ehrenamtler, Hauptamtler, alle so engagiert in diesem Thema unterwegs sind und dass man das auch immer herausstellen muss. Und da wäre ich auch dankbar, wenn die Presse das auch positiv herausstellt, weil das ist sowas, das muss man eigentlich jeden Tag sagen. Ich sage es jeden Tag in jedes Mikrofon, aber es wird als mal überdeckt von anderen Themenstellungen, die dann das auch ein Stück weit überlagern. Und natürlich bin ich natürlich parallel dazu dran, in jedem Bundesrat rede ich zu Themen, zu Asyl, zu Flüchtlingen, zur Verbesserung der Situation, zu dem Thema Asylbewerberleistungsgesetz. Vorges Jahr, da haben wir ja mehrere Asylkompromisse schon gehabt, jetzt haben wir jetzt gerade das neue Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, was ja auch ganz, ganz schwierig ist und viele schwierige Punkte hat, aber auch ein paar gute Punkte hat. Insofern muss man es auch immer abwägen. Ich kämpfe da wirklich, in Berlin muss ich echt sagen, also die Vorrangprüfung war jetzt hier nur mal so ein Beispiel, ja, wo man wirklich dann sich einsetzt und dann guckt. Und wenn man dann im Bundesrat, auch in den Bundesländern, eine Mehrheit bekommt, ist man ja schon total stolz. Aber es nützt ja dann nichts, wenn die Bundesregierung und der Bundestag dann in der Folge nicht umsetzen. Und wenn die dann andere Beschlüsse fassen, dann war das zwar trotzdem ein schön gutes Zeichen, dass sich die Mehrheit der Bundesländer für so ein Thema ausgesprochen hat. Aber umgesetzt werden muss es ja in der Bundesregierung und das ist dann immer nochmal, ja, das ist halt einfach, ist nicht einfach, ja. Und man ist ja, wir sind in der rot-grünen Koalition im Bund, es ist eine große Koalition, auch da müssen ja dann Kompromisse geschlossen werden, müssen dann Lösungen gefunden werden. Also insofern, ja, ist das immer so und weil ich aus der Arbeit herauskomme, weil ich aus dieser Flüchtlingsinitiativarbeit komme, ist es mir auch bis heute noch ein Herzensanliegen, alle Einzelfälle, die mir zugetragen werden, auch zu bearbeiten. Die Steffi Nabinger, die weiß, dass das ist so ein Punkt, das sagt das ganze Haus, das können Sie nicht machen, das geht überhaupt nicht und das kann man nicht machen. Und auch im Kleinen. Ja, machen Sie auch. Und ich sage dann, okay, dann mache ich es nachts. Ja, ja, genau. So ist es dann halt. Aber man kann es, wenn man daher kommt, man kann es nicht stehen lassen. Und man kann auch nicht jedem helfen, das ist natürlich auch logisch. Ja. Also denn es sind auch mit individuellen Entscheidungsfreiheit, ja, die auch noch jeder Mensch haben sollte. Genau. Wissen Sie, ich finde das sehr, sehr, sehr schön, mit Ihnen zu reden, weil Sie ein Mensch aus der Praxis sind. Mhm. Und ich war eigentlich vor 2 Wochen wirklich fast dran, um einen interkulturellen Kurs anzubieten für Politiker. Mhm. Weil es... Ja. Es stinkt mir. Wir haben fast keine Lust mehr, die Zeitung zu lesen. Wir haben das Fernsehen zu sehen, weil es ist nur negative Berichterstattung und eine Sprache von Welle. Ja, wissen Sie, das ist so wirklich schade. Und die Flüchtlinge, aber ich kenne einen, der ist ganz in Ordnung. Ja, das finde ich wirklich schrecklich. Ja. Ja? Wir sprechen mit Menschen und nicht über Menschen. Ja. Und wenn man dann wirklich Idee hat, komm dann zu Basis. Ja? Also ich kann das nur, also sowohl auch meine Wahrnehmung, deswegen sage ich sage das Positive jeden Tag in jedes Mikrofon, was mir vor die Nase gehalten wird, weil es auch mir ein Anliegen ist, diese tollen, vielen positiven Dinge, die in unserem Land passieren, auch immer wieder zu sagen. Ja. Und weil die Stimmung wirklich, also an der Ebene total toll ist und es bei Ihnen sehr viel Netzwerkarbeit, Kooperation und sowas alles gibt. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber nochmal zur interkulturellen Öffnung und das ist ja für uns auch ein Schwerpunktthema, da haben wir ja auch eine förderliche wir haben unser ganzes Haus und alle 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in meinem Ministerium sind, haben alle diese Schulung mitgemacht. Jede Abteilung, wir haben es dann so aufgeteilt, wie es für die Leute dann am besten war und so. Wir haben angefangen mit uns, mit der Hausleitung, mit dem Leiter im Ministerienbüro und so weiter. Dann haben wir es mit allen gemacht. Wir bieten es den Behörden an, wir bieten es den Ausländerbehörden, den Sozialbehörden, den Jugendbehörden auch an. Die Landräte haben die Informationen eigentlich, auch die Bürgermeister. Aber es wird nicht überall angeboten und nicht angenommen. Und wir fördern das, um auch zu motivieren. Ihr müsst es nicht allein bezahlen. Vielleicht bezahlen wir es manchmal auch ganz, ich weiß nicht genau. Aber wir haben da eine Förderrichtlinie, die das extra gerade auch für diejenigen, und wo wir es sehr erfolgreich machen, sind zum Beispiel die ganzen Beratungsstellen. Ne? Genau.
Lebenserziehung, Schwanger und so weiter, alles. Ja. Da haben wir es angeboten, da haben wir mit der Liga eine Kooperation, da läuft es auch sehr gut. Und ich würde mir wünschen, dass es einfach in den Verwaltungen auch mehr angenommen wird. Also ich sage es immer, auch wenn ich mich mit den Landräten und Bürgermeister treffe, immer noch mal weise ich darauf hin, weil das ja einfach, das erleichtert ja auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit. Es ist ja nicht so, dass man denen irgendwas überstülpen will, was sie nicht wollen. Aber wenn sie ein Stück mehr interkulturelle Kompetenz haben und interkulturell mehr geöffnet sind, dann ist es einfach auch einfacher. Da machen die sich auch selbst das Leben nicht so schwer. Und das muss man halt immer auch nochmal nach vorne stellen, dass das auch ein Gewinn auch für die Leute ist, ja? Dass das die Arbeit leichter macht, den Umgang mit den Menschen sowieso. Ja, ja, vor allem so, dass wir sie auf die Uhr gucken. Ja. Also das heißt, wir kommen jetzt zum Ende. Ich würde gerne noch einen kleinen Schlusssatz machen, und zwar in der Hinsicht, dass wir auch darauf hin zurückkommen, wo wir jetzt sind, nämlich in einem Haus der Familie, in einem lokalen Bündnis für Familien, einem Mehrgenerationenhaus. Und deswegen würde ich Ihnen auch da gerne einfach nochmal mit die Unterstützung auch auf den, ja, wirklich aufs, ans Herz und auf den Weg legen, weil, weil ich glaube, dass die Potenziale, die in diesen Häusern stecken, viel zu wenig nach draußen kommen. Ja, dass wir viel zu wenig, schließt sich da an, dass wir also viel zu viel Negatives auf der einen Seite haben, aber auch diese Strukturen, die ja nun auch Bund und Land gelegt haben, hier einfach eine irre Möglichkeit geschaffen haben. Und wenn es bis diese nicht geben würde, bis hin zu dem wirklich Engagement jedes einzelnen Bürgers, ich würde mich wirklich, wirklich fragen, wo wir dann in Deutschland jetzt schon wären. Ja, jetzt schon wären. Also das macht mir dann durchaus auch Freude, aber auch manchmal Sorgen. Und ich würde gerne nochmal den Blick darauf werfen, gerade weil wir in einem Mehrgenerationenhaus sind, und möchte hier doch wirklich mal hier, mache ich sonst selten, aber doch auch mal dieses Buch empfehlen, weil auch der Michael Opoczynski zum Thema Flüchtlingsarbeit durchaus auch Interessantes zu sagen hat. Und da nochmal einen Aspekt aufgab, mit dem ich dann schließen möchte, nämlich, dass wir aufpassen müssen, dass unsere Generation, das heißt jetzt, ich sage jetzt mal die ältere Generation, ich würde jetzt mal sagen, wir als mittlere Generation aufpassen müssen, dass wir nicht jetzt die großen Fehler machen, die die junge Generation ausbaden muss. Denn da sehe ich durchaus auch große Gefahren, dass auch gerade jetzt diese Negativstimmung vielfältig von der älteren und mittleren Generation ausgeht, während gerade zu verzeichnen sind auch das, wirklich im Gegensatz zu vielen anderen Versuchen vorher in diesem Haus, haben wir hier keine Jugendlichen reinbekommen. Ganz schwierig. Jetzt bei der Flüchtlingsarbeit haben wir ganz viele Jugendlichen, die sich melden, die sich engagieren wollen, die Verantwortung übernehmen, wo wir doch alle immer schon gedacht haben, die wollen gar keine Verantwortung übernehmen. Da geht es nur um das Egoistische oder wie auch immer. Und ich glaube, wir müssen auch da nochmal genau hinschauen. Also dass wir da einfach auch mit der Verantwortlichkeit aufpassen, was unsere Generationen angeht, aber auf der anderen Seite auch einen großen Respekt den Jugendlichen entgegenbringen und wirklich ab dem Alter von 16, 17 Jahren hier Jugendliche anrufen, vorbeikommen, die wirklich aktiv werden wollen. In dem Sinne schließe ich jetzt die Gesprächsrunde. Es ist so gelaufen, wie ich mir das wirklich erhofft, erwünscht, erträumt habe, und möchte wirklich allen Beteiligten danken, Ihnen auch ganz besonders.